Ja, lieber Hans Erni, liebe Doris Erni, liebe Jubiläumsgemeinde, sehr geehrter Herr Regierungspräsident Max Pfister, die politische Konstellation bringt es mit sich, dass in Luzern solche Anlässe regelmäßig durch Max und Moritz eröffnet werden. Aber das versteht niemand falsch. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass so unglaublich viele Leute heute gekommen sind. Das hängt vielleicht auch an der Preisgestaltung, die es für den Eintritt heute, die es erlaubt, dass auch diejenigen, die 10% weniger zahlen möchten, kommen durften. Ich erbringe heute meine Referenz an Hans Erni, meine Referenz an einen großen Künstler, an einen der wichtigsten Künstler der Schweiz, einen Künstler, der das Empfinden und das Denken mehrerer Generationen mitgeprägt hat. Und meine Bewunderung ist, wie Max Pfister auch sagt, umso größer, als Hans Erni heute noch mit 100 Jahren ständig malt. Und es spricht für die Qualität seiner Arbeit, dass niemand ihm sagt, hör jetzt mal endlich auf. Ich kenne einen Beruf, da kommen Sie schon mit 14 Jahren Berufsarbeit und sagen, Sie können jetzt endlich aufhören. Wenn ich Hans Ernis Kunst würdige, dann tue ich das ausdrücklich als Privatmann und nicht in offizieller Funktion als Bundesrat oder Vorsteher des UWEG. Das wäre heikel. Rolf Liebermann hat gesagt, wenn sich die Politik einmischt, ist die Katastrophe schon da. Die Politik hat sich gegenüber Hans Erni eingemischt und die Katastrophe ist tatsächlich gekommen. Die Schweiz nahm in den 30er Jahren, als die geistige Landesverteidigung vor allem gegen den Nationalsozialismus gerichtet war, den aufstrebenden Avantgardisten Hans Erni zunächst in ihren Schoß, er, der schon als junger Künstler mit Picasso bekannt war, mit Kandinsky und Mondrian, erhielt den Auftrag für die Landesausstellung von 1939 mit einem monumentalen, 100 Meter langen Wandbild die Schweiz darzustellen. Sie können einen Teil dieses Bildes nachher in der Ausstellung sehen, aber der Streit um dieses Bild ist so groß, dass das Landesmuseum von Zürich den anderen Teil für sich wollte. Herr Hans Erni war damit gewissermaßen zu einem Staatskünstler geworden. Bald richtete sich die geistige Landesverteidigung aber gegen Sozialismus und Kommunismus. Wer die falsche Gesinnung hatte, der geriet ins Visier der Politik, auch in der Schweiz. Und Hans Erni musste erleben, wie kurz der Weg vom Staatskünstler zum Staatsfeind sein kann. Bei der Mobilmachung wurde er vom Tarnungsmaler in der Armee zum Munitionsnachschub umgeteilt, also in das sogenannte Todesbataillon. Er erlebte das als eine erste politische Abstrafung, wobei sich damit auch die Schweizer Armee auch abstrafte. Sie will ja die beste Armee werden. Sie hätte aber so die schönste Armee werden können. Wäre Hans Erni Tarnungsmaler geblieben, könnten wir heute bemalte Panzer und Bunker als Kunstwerke verkaufen. Und das wäre nicht nur eine Friedensbotschaft, wir könnten mit dem Erlös auch den Bundeshaushalt sanieren. Und für die UBS würde es wahrscheinlich auch reichen. Im Kalten Krieg setzte sich die Ausgrenzung von Hans Erni fort. 1944 titulierte ihn der Bundesrat als einen Kryptokommunisten. Bürgerliche Zeitungen bezeichneten ihn in großen Lettern als einen Staatsfeind. Von einem Tag auf den anderen wurde ihm der Auftrag für neue Schweizer Banknotenserie entzogen, obwohl er bereits mehrere Jahre daran gearbeitet hatte. Bereits gedruckte Noten wurden eingestampft. Noch 1950 erklärte der Bundesrat, Hans Erni werde keine staatlichen Aufträge mehr erhalten. Eine Einladung an die Biennale von São Paulo wurde verhindert. Zwei Jahrzehnte wurde Hans Erni von der Schweiz regelrecht geächtet.
indem die offizielle Politik ihm vorwarf, zu den Idealen des Sozialismus zu stehen, verfiel die Politik selbst in eine Ideologie. Sie wollte und konnte nicht unterscheiden zwischen dem Glauben vieler Schweizer Patrioten an eine solidarische Welt. Sie setzte das kurzerhand gleich mit dem real existierenden Sozialismus. Wer Kontakt zu kommunistischen Kreisen pflegte und wer an internationalen Friedenskongressen teilnahm, war eine Bedrohung. Und das war eine ungerechte Verkürzung und sie produzierte viel Unrecht und viele Opfer. Hans Erni war eines von ihnen, obwohl er ja nie einer Partei angehörte und obwohl er sich ausdrücklich von ihr distanzierte, zum Beispiel von der sowjetischen Intervention in Ungarn. Erst die Aufdeckung der Fischen-Affäre zeigte das wahre Ausmaß der Ungerechtigkeiten, denen Hans Erni und andere ausgesetzt waren. Das ist kein Anlass, mich heute mit meiner damaligen Rolle als PUK-Präsidenten zu rühmen. Die Mauern des Kalten Krieges fielen um diese Zeit überall in ganz Europa und es wurden überall ähnliche Absurditäten des Kalten Krieges entdeckt. Die politische Rehabilitation Hans Ernis begann Mitte der 60er Jahre, als an einer Erni-Ausstellung in Schaffhausen zwei Bundesräte sowie die versammelte Armeespitze teilnahmen. 1989 entschuldigte sich Ruth Dreyfus ganz offiziell im Namen des Bundesrates für seine frühere Rolle. Doch einmal geschaffene Vorurteile halten sich zuweilen hartnäckig. Ich erinnere mich an einen Brief, den eine Bürgerin an Willy Richard schrieb und im Brief stand: Wie können Sie ein Bild in Ihrem Büro aufhängen, das von einem Kommunisten gemalt ist und der noch einen Porsche fährt? Willy Richard antwortete: Mir gefällt das Bild. Aber, und das ist das Versöhnliche und das Schöne, trotz Diffamierungen hat sich Hans Erni während all diesen Umwälzungen sein ganzes Leben lang mit seiner Kunst für den Frieden eingesetzt, den Frieden zwischen den Völkern, zwischen den Menschen, den Frieden zwischen Mensch und Natur. Und ich erbringe deshalb meine Referenz an einen Humanisten, der seine Grundüberzeugung stets treu blieb, der nie einem Dogma verfiel, nie einer Ideologie. Sich treu bleiben kann nur, wer sich verändert. Alles Lebendige erfüllt sich nur in der steten Überwindung des Bestehenden, das sind die Worte von Hans Erni. Sein Humanismus beruht auf der Überzeugung, dass der einzelne Mensch angewiesen ist auf seine Umwelt. Aus dieser Abhängigkeit leitet sich eine menschliche Verantwortung ab, nämlich der Umwelt etwas zu geben, sie mitzugestalten. Hans Erni hat diese Verantwortung wahrgenommen. Er hat sich für die Natur eingesetzt, für die Menschen und auch für unseren Staat. Ich erbringe meine Referenz an einen Schweizer, der sich für die solidarischen Werte unseres Landes einsetzte und der der Schweiz treu geblieben ist. Er flüchtete sich nicht in ästhetizistische Beliebigkeit, sondern er mischte sich ein als Bürger mit seiner Kunst als politischem Mittel. Mit seinen Bildern, Briefmarken, Plakaten hat sich Hans Erni gegen die atomare Aufrüstung, für das Frauenstimmrecht, gegen die Klimaerwärmung, für die AHV, für Behinderte eingesetzt, für Ziele, die wir heute stolz als Errungenschaften betrachten. Auch für den öffentlichen Verkehr mit der SBB, dem Postauto, den Wanderwegen. Hans Erni warb für den Schutz des Waldes, für den Schutz unserer Gewässer und für den Beitritt in die UNO. Hans Erni ist ein Botschafter der Nachhaltigkeit und der globalen Solidarität und er ist damit auch ein Botschafter der beiden zuständigen großen Organisationen, der UNO und des UVEC. Auf Hans Ernis Plakaten stand immer die Würde im Vordergrund. Gute Politik zeichnet sich eben auch durch Ästhetik aus. Es ist ein Unterschied, sich für
eigene positive Werte einzusetzen oder die Werte anderer zu zerstören. Es ist ein Kriterium politischer Qualität, ob sich ein Plakat mit farbigen Forellen für die Natur einsetzt oder mit Krähen, die einen Schweizer Pass zerhacken, gegen Solidarität kämpft. Ich erbringe meine Referenz an einen Rastlosen, der sich immer wieder neu orientierte. Während wir hier eine große Retrospektive eröffnen und zurückblicken, schaut Hans Erni unbeirrt nach vorne. Er gestaltet derzeit ein langes Wandbild für die UNO, schlägt so den Bogen von der Landi zur Staatengemeinschaft und weist uns damit einmal mehr den Weg. Nur als Teil der Völkergemeinschaft kann die Schweiz mit dafür sorgen, dass Kriege und Klimakatastrophen verhindert werden. Und so erbringe ich heute meine Referenz an einen Bürger, an einen Citoyen, der weiß und uns vorlebt, nicht Gesetze halten eine Gesellschaft und einen Staat zusammen, sondern die Verbundenheit der Menschen, die Liebe. Danke, Hans Erni, für Ihre Liebe. Ich verneige mich vor Hans Erni.